Ja, willkommen zu Doag TV. Vielen Dank fürs Erscheinen, Michael. Du hattest ein Thema angesprochen, das im Data Warehouse-Umfeld immens wichtig ist, aber nicht selten ein bisschen verloren geht, nämlich das Thema Datenschutz. Kannst du uns ein bisschen erläutern, für welche Daten das besonders interessant ist und warum? Ja, hallo Peter erstmal. Dankeschön für die Einladung hier ins Doag TV. Ich bin durch ein Kundenprojekt darauf aufmerksam geworden. Wir hatten dort einen sehr netten Datenschutzbeauftragten, der uns darauf hingewiesen hat, welche Daten wir im Warehouse halten dürfen und welche nicht. Hatte Versicherungshintergrund, Code of Conduct, wo sich die Versicherungen angeschlossen haben. Und ja, Daten wie Name, Vorname, Kfz-Kennzeichen, eindeutig identifizierende Merkmale werden häufig in den Warehäusern abgelegt. Keiner macht sich wirklich darüber Gedanken oder in den Fachbereichen unter dem Schreibtisch. Von daher war es mir wichtig, auch in dem Thema tiefer einzusteigen und das mal auf der Konferenz zu präsentieren und die Kunden zu sensibilisieren, wo sie Probleme haben könnten in Zukunft. Es geht also im Wesentlichen um personenbezogene Daten. Sind auch noch andere Daten betroffen von diesen Einschränkungen? Personenbezogene Daten und es gibt noch besonders schützenswerte wie ethnische Herkunft, politische Gesinnung, Krankheitsdaten im Gesundheitswesen. Das sind die höchst kritischen Daten, die noch mal stärker geschützt werden müssen. Alle anderen Daten sind problemlos zu verarbeiten. Und welche technischen Möglichkeiten, welche Mechanismen gibt es, um das Problem in den Griff zu kriegen? Also wir haben das jetzt so gelöst, wir legen die personenbezogenen Daten komplett verschlüsselt im Data Warehouse ab. Also es besteht nicht die Möglichkeit, ohne den Schlüssel zu kennen, die Daten zu entschlüsseln. Und auch nur, wenn eine Zweckbindung im Fachbereich vorliegt, dürfen die Daten für das Reporting zur Verfügung gestellt werden. Thema Zweckbindung. Kannst du das noch ein bisschen näher erläutern? Was ist damit gemeint? Ja, das ist schwierig. Da tun sich auch die Fachbereiche schwer, weil sie wollen immer alle Daten haben und sie wissen häufig noch nicht, was sie auswerten wollen. Aber wenn ich beispielsweise Auswertungen auf bestimmten Krankheitsdaten brauche oder die auch weitergeben muss, an Bundesbehörden oder Krankenkassen, dann ist es da doch möglich, die zu entschlüsseln bzw. mit den entsprechenden Codewerten weiterzugeben. Gibt es noch andere Möglichkeiten als die komplette Verschlüsselung? Gar nicht speichern. Gar nicht speichern. Wie wird man da vorgehen? Also es bestehen Ansätze, das habe ich auch im Vortrag erwähnt, die Daten vorzuaggregieren, dass man beispielsweise nicht das Geburtsdatum oder das Alter hinterlegt, sondern den Kunden oder den Partner an der Stelle im Versicherungswesen in eine Gruppierung im Altersbereich von 30 bis 35 legt oder bei Adressen nicht bis auf Hausnummer, sondern vielleicht einen Postleitzahlenbezirk zuordnet. Und kann es auch da Probleme geben, dass man möglicherweise doch die Person identifizieren kann aufgrund von vielen anderen Kriterien? Das ist dann die sogenannte statistische Eins. Wenn einer 115 Jahre alt ist, dafür dürfte es in Deutschland oder vielleicht dann auch in Nürnberg nicht allzu viele geben. Oder dann auch das klassische Beispiel ist der Leuchtturm auf der Insel. Da gibt es auch nur den einen und das identifiziert dann auch eindeutig. Mit den Fällen umzugehen ist extrem schwierig und da sind die Aufwände hoch, aber das ist auch dann so eine Grauzone. Und hat man eine Möglichkeit, gegebenenfalls noch einen dritten Weg zu gehen, als komplett zu verschlüsseln oder die Daten einfach wegzulassen? Gibt es noch weitere Optionen? Da gehen die Optionen dann langsam wirklich aus, weil mit dieser Gruppierung, Pseudonymisierung an der Stelle, wo eben mit der Verschlüsselung gearbeitet wird oder den Datenbestand gar nicht ins Warehouse laden. Es ist extrem schwierig und ist ein extrem heikles Thema. Gerade auch, wenn das dann in Richtung Löschen geht, was der nächste Schritt ist. Wenn ich Daten wieder rauslöschen muss, sind plötzlich eventuell meine Reports in der Vergangenheit fehlerhaft. Das ist ein interessantes Thema, Löschen. Ich nehme mal an, man darf personengebundene Daten, auch zweckgebundene Daten nicht ewig halten. Wie geht man da vor oder welche Probleme ergeben sich daraus konkret? Genau, der Gesetzgeber schreibt vor, die Daten nach einem gewissen Zeitraum zu löschen. Im Versicherungsbereich durch den Code of Conduct sind das dann 5 bis 10 Jahre, je nach Vertrag, wenn der Vertrag gekündigt wurde. Und beim Löschen aus dem Warehouse müsste man sich gerade bei aggregierten Kennzahlen diese stichpunktartig abspeichern, Snapshots hinterlegen, dass ich nachvollziehen kann, okay, da hat sich was verändert. Damit ich eine Compliance habe und sehe, okay, es ist nicht so, dass mein Report gestern anders ausgeschaut hat am 31.12., wie wenn ich den gleichen Report am 1. Januar nach dem Löschlauf ziehe. Welche Empfehlungen würdest du den Kunden mitgeben, die sich mit diesem Thema vielleicht noch nicht so intensiv beschäftigt haben? Auf jeden Fall den internen Datenschutzbeauftragten einbinden. Wir haben bei uns im Projekt
einen Datenschutzbeauftragten von uns, der als Berater unterwegs ist, mit eingebaut, um eine Brücke zu bauen, auch zwischen den Anforderungen des Fachbereichs und dem internen Datenschutzbeauftragten, der häufig auch gerade im Mehrhausumfeld überfordert ist, weil er das Thema nicht kennt in der Tiefe, weil sich unter einem Mehrhaus häufig nichts vorstellen kann und dann sehr auf die gesetzlichen Bestimmungen geht und man muss da einen guten Mittelweg finden. Aber man darf sich dem Thema nicht verschließen. Okay, und aus deiner Erfahrung heraus ist das ein Thema, das sehr, sehr häufig beleuchtet wird, was also Federwehrhaus betrifft? Im Versicherungsbereich ja, weil die Versicherungen in Anführungszeichen gezwungen wurden durch den Code of Conduct dazu. In vielen anderen Wehrhäusern wird es noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und ich denke, es muss wesentlich mehr getan werden in der Zukunft, um hier Datenverluste, Datenklau von personenbezogenen Daten zu vermeiden. Ja, vielen Dank, Michael, für die interessanten Ausführungen über ein wirklich interessantes und heikles Thema. Und vielen Dank auch für die Teilnahme an DOAG TV. Danke dir, Peter.